Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Kollege Lauterbach, Sie haben wirklich eine geniale Problembeschreibung hier hingelegt. Kann ich alles unterschreiben. Das Problem ist nur, Sie legen den falschen Gesetzentwurf dafür vor. Wenn wir Ihre Problembeschreibung nehmen und die dafür nötigen Lösungen suchen, dann müssen Sie den Entwürfen der Linken, der Grünen und der FDP zustimmen. So einfach ist das. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, hören Sie doch bitte wenigstens endlich auf, Ihren faulen Kompromiss auch noch schön zu reden. Sie haben das versemmelt. Sie haben das einfach versemmelt. Das ist so. Und das wird auch nicht besser, wenn Sie die ganze Woche einen Jubeltweet zur Parität über den Äther schicken nach dem anderen. Sie haben die Erwartungen der Frauen in diesem Land massiv enttäuscht. Und vielleicht ist es dann besser, ein paar Tage zu solchen Themen zu schweigen. Die einzige Klarstellung in Ihrem Kompromiss ist, dass Ärztinnen und Ärzte und Kliniken nun sagen dürfen und auf ihren Webseiten schreiben, dass sie Abbrüche durchführen. Aber ärztliche Informationen bleiben weiterhin limitiert und immer noch gibt es keinen direkten und freien Zugang zu allen für Schwangere erforderlichen Informationen. Das gibt es im Übrigen in keinem anderen Land Europas. Dass korrekte Informationen strafverfolgt werden und falsche, unsachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche, die Schwangere einschüchtern sollen, erlaubt sind. Das ist ziemlich irre, was Sie da machen. Und warum ist das so? Das ist so, um Frauen hierzulande zu Maßregeln und eine Symbolik der Missbilligung aufrechtzuerhalten. Aus keinem anderen Grund ist das so. Die Linke findet das total inakzeptabel. Ihr Misstrauen gegenüber Ärztinnen und Ärzten schreiben Sie sogar fort. Dass diese für fachliche Informationen nur auf Behördenseiten verlinken dürfen, begründen Sie mit, Zitat, um eine unkontrollierte Informationsfreigabe zu verhindern. Das finde ich besonders diskreditierend, weil Medizinerinnen natürlich den ethischen Anspruch haben, dass sie Frauen in dieser besonderen Lebenssituation zur Verfügung stehen. Bei keiner anderen medizinischen Leistung ist es Ärztinnen untersagt, direkt zu informieren. Bei keiner anderen medizinischen Leistung muss das über externe Behördenseiten erfolgen. Wir hatten in der Anhörung übrigens ein sehr gutes Beispiel, wie absurd das ist und warum keine Rechtssicherheit herbeigeführt wird und das auch noch verfassungswidrig ist. Ein vollkommen identischer Text wird auf der Seite des Arztes strafbar, aber auf einer Behördenseite sogar erwünscht. Das ist völlig irre. Der 219a bleibt ein Paragraf, der medizinische Fachinformationen mit bis zu 2 Jahren Gefängnis bestraft und der immer noch Werbung mit Informationen gleichsetzt. Die wiederkehrende Begründung der Union kennen wir, das heißt, es dürfe ja keine Normalität hergestellt werden. Aber ich frage mich wirklich, in welchem Paralleluniversum Sie eigentlich so zugange sind. Jede vierte Frau lässt einmal in ihrem Leben einen Abbruch vornehmen. Die Frage, ob eine Frau ein Kind austragen will oder nicht, ist für Frauen Normalität, ob sie es wollen oder nicht. Es sollte Normalität sein, dass sie nicht stigmatisiert werden, wenn sie sich gegen eine Schwangerschaft entscheiden und dass sie in diesem Falle bestmöglich versorgt werden. An diesem Punkt zeigt sich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie symbolträchtig diese Debatte ist und warum so hart gestritten wird. Weil im Kern geht es um die Kontrolle über Frauen. Aber, meine Damen und Herren, Frauen haben sich erkämpft, dass sie wählen dürfen. Frauen haben sich erkämpft, dass sie ohne Erlaubnis des Ehemannes arbeiten dürfen. Sie haben sich erkämpft, dass das Gesetz Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellt. Sollen übrigens nicht alle zugestimmt haben, die hier noch teilweise im Raum sind. Und Frauen haben sich die Erlaubnis erkämpft, Schwangerschaften zu beenden. Sie werden sich auch das Recht darauf erkämpfen, da bin ich mir sicher. Die Hoffnung der Union und SPD, dass das Thema hier heute beendet ist, wird sich sicherlich nicht erfüllen. Die gesellschaftliche Mehrheit ist in dieser Frage klar. Der 219a muss gestrichen werden. Und das ist ganz meine Meinung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Möhring. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Katja Kolb, Bündnis 90 Die Grünen.